So, da geht's weiter bei Final Fantasy X. Den habe ich schon angesprochen. Und ja, die Mihenstraße ist wirklich lang, wie ihr seht. Aber wir werden auch irgendwann mal ankommen. Da, wo wir dann auch schlussendlich mal hinwollen. Aber vorher dürfen wir mal wieder kämpfen. Au, oh, toll. Walker schläft. Ganz toll. Verdammt. Na gut, dann muss Walker halt mal kurz aussetzen, bis er wieder aufgewacht ist. Bis dahin werde ich die anderen erstmal wieder durchwechseln. Au. So, dann kommt mal Yuna. Vielleicht kann die den ja auch wach machen. Ich weiß nicht, was die jetzt schon so alles an zaubern kann. Nee, nicht beschwören. Weißmagie. Medica. Medica, sehr gut. Walker, da. Light shine strong. Our woe be gone. Schön gesagt, Yuna. Und jetzt mach ihn wieder wach. Dass man, um jemanden aufzuwecken, extra einen Zauber braucht. So, und Walker erledigt dieses blöde Mistvieh endlich. Zack. Okay. Dann kommt Kimari, haut dem Eisvieh mal eine rein. Und als letztes kommt natürlich noch Lulu. Ist ja klar. Und beendet das alles. So, und Walker müssen wir nachher gar nicht wieder austauschen, weil er immer noch im Kampf ist. Weil er ja vorhatte, eine Runde zu pennen. Der faule Sack. Okay, Kimari und Lulu. Schön. Kraft, Zeit, Wunder. Ja, von allen kriege ich jetzt was, nur von Ability nicht. Sobald ich im nächsten Shop bin, sollte ich mal nachgucken, ob ich nicht irgendwo Ability-Zettel kaufen kann. Toll. So, dann müssen wir nur noch Tidus und Auron und Lulu, Yuna meine ich, du musst uns mal wieder heilen. Geht zwar auch alles auf ihre MP, aber besser als Items zu verschwenden, weil MPs kann man wieder aufladen. Items muss man sich erst wieder kaufen und das kostet Geld und das ist alles nicht so toll, wie es scheint. So, und es geht weiter und weiter und weiter. Haben wir hier noch was? Nee, 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 nee. Okay, aber ich glaube, das ist die letzte Strecke der Mihenstraße. Danach dürfte es eigentlich zu Ende sein. Also nicht ganz, aber es kommt ein Zwischenstopp, sage ich mal. Hey, I'm a Guardian now, so watch out. Wow, wir sind alle beeindruckt, Tidus. So, bam. Aber ich habe auch nicht zufällig Ability-Zettel dabei, oder? Nee. Schade. Schade. Na, was soll man machen? Dann muss ich halt wirklich warten, bis ich zu einem nächsten Shop komme und dann hoffen, dass er sowas verkauft. Das ist ja dann mal das zweite Problem dabei. Ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Shop sowas hat. So, Yuna, Angriff! Wow, 11 HP! Unglaublich! Kimari, du bist dran. Hatte ich einen Präventivschlag? Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Weil ich so oft angreifen darf. Naja. Okay, und Feuer! Und das müsste es dann gewesen sein. Sehr schön. So, ja, ich muss Lulu jetzt wirklich so oft einsetzen, wie ich kann, ey. Weil es ist noch ein weiter Weg bis zu den verbesserten Magie-Dingern. Und hinter mir kam gerade jemand. Also im Spiel. Nicht in echt. Und, ja, den werde ich gleich direkt mal anquatschen. Der hat wieder was für uns. So ziemlich jeder, der hier auf der Mihenstraße rumläuft, hat irgendwas für uns. So. Und Walker geht immer weiter. Obwohl, da ich ja jetzt sowieso nicht viel reißen kann, warte ich erstmal. Weil auf seiner nächsten Stufe hätte ich gar nichts aktivieren können. Deswegen warte ich erstmal mit den Levels. Und werde das dann machen, wenn ich eventuell einen Ability-Sphären habe. Oder wenn ich sehe, dass es halt noch lange dauert, bis ich sowas habe. Hier, als Stimmungsmacher, nimm ruhig. Level 1 Sphäropass. Okay, was soll daran Stimmungsmacher sein? Ja, das ist einer dieser Sphäropässe, womit man Barrieren auf dem Sphärobrett überwinden kann. Mit dem Level 1 natürlich dann. Macht Sinn. So, oh, und wieder ein schöner Gegner zum Trainieren. Und ein Hinterhalt, was mal wieder nicht so toll ist. Ich nehme an, der kleine Dingo-Hund da unten kann, darf wieder zweimal angreifen. So, Angriff Nummer 1. Der kann, das Auge kann auch, ah, okay, darf nur einmal, sehr schön. Das Auge kann auch was Übles, das kann nämlich einen, ha, vielleicht sehen wir es jetzt.
meistens so, wenn ich davon rede. Nee, er kann einen nämlich einen verwirren mit seinem Strahl. Und verwirren ist echt das Ätzendste hier. Weil da kann es passieren, dass euer Typ, den ihr steuert, sich selbst oder Teammitglieder schlägt. Und wenn das dann äußerst starker ist, so wie zum Beispiel Orin, macht er den Mann mal, wenn ihr Pech habt, mit One-Hit-Kill tot. Und ja, dann dürft ihr den erstmal wiederbeleben und das ist dann alles nicht so toll und überhaupt. So, schön gemacht, Yuna. Ist unglaublich viel abgezogen. So, dann noch Kimari. Und als letztes mal wieder Lulu. Wir kennen das ja jetzt mittlerweile. Und Kabum. Schön. Dun, 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 dun. So, Kraftzeit, Wunder. Aber immerhin zwei Zeitsphärien. Ist das nicht schön? So, Kraft. Ich hätte mir echt eine Ability-Sphärien aufheben müssen für Walker. Aber gut, sobald ich einen habe, wird das eingesetzt. Obwohl Engel auch gut ist. Engel belebt nämlich gefallene Kameraden wieder. Ist alles so dumm, wenn man keine Spheroiden hat. So. Zack, 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 zack. Und fertig. Vielleicht hat ja einer der Leute, die hier rumlaufen, mal so ein Spheroiden für mich. Wäre mal ganz nett. Was hast du denn? Ich habe zu viel eingekauft. Hier, bitte, verwende dies. Antidot. Naja. Besser als nix, ne? Okay, und hier ist wieder eine kleine Abzweigung. Da steht vielleicht eine Kiste. Und vielleicht befindet sich darin ein Ability-Spheroid. Wir werden sehen. Ne, 2000 Gil. Haben wir wenigstens Geld, uns Ability-Zettel zu kaufen, wenn wir dann mal zu einem Shop kommen würden. Okay. Keine guten Trainierpartner. Obwohl, ich könnte, theoretisch könnte ich es trotzdem machen, mit nämlich dem dick gepanzerten Vieh, was da unten steht. Dann könnte ich Auren nämlich einfach aussetzen lassen, so wie jetzt. Zack. Ja, und seht ihr, wenn er in so einer Schutzhaltung ist, dann ziehen die natürlich logischerweise auch nicht so viel ab. So, dann kommen wir her, Lulu. Yuna, meine ich natürlich. Und jetzt brauchen wir Kimari. Verdammt, Kimari hat durchschlagen. Kacke, das habe ich jetzt nicht bedacht. Verdammt. Jetzt kriegen alle Erfahrungspunkte außer Lulu. Das ist nicht gerecht. Mist, verdammter. Na gut. Kann man nichts machen. So. Ja, und Kimaris Feld ist auch übersät mit Ability-Feldern. Was würde denn jetzt hier in der Mitte lernen? Ah, komm. Unheil. Ja, brauche ich eh nicht. Ja, bei dem warte ich immer noch. Achso, die hat ja nichts. Na ja, klar. Titus hat aber noch was. Er kriegt ein bisschen Abwehrkraft. Trink Actimel für stärkere Abwehrkraft. Gott, die schlimmste Werbung, die es gibt. Okay, momentan läuft keine Actimel-Werbung mehr. Aber ich fand die schon immer so dämlich, diese Werbung. Mit diesen schlecht animierten Computer-Dingern, dieses Actimel-Superhelden. Und da vorne steht ein komischer Karren. Ich frage mich, was da drin ist. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil wir nie ankommen werden. Wir werden dauernd unterbrochen werden von irgendwelchen Gegnern. Was? Bomber? Oh, nee, da muss ich, da hau ich ab. Ja, das sind mal ganz neue Gegnerarten. Die kommen hier sehr selten vor auf dieser Straße. Den werden wir später im späteren Spielverlauf aber noch öfters begegnen und die sind echt mies. Weil die Bomber, sobald man die angreift und nicht mit einem Schlag tötet, werden sie immer größer. Bis zu dreimal kann man das, glaube ich, machen. Und wenn sie dann auf der letzten Stufe sind, gehen sie zu einem hin, explodieren und ziehen wirklich viel HP ab. So, musst du kurz schneiden, wurde gerade unterbrochen. Okay, ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade mit erzählen war, deswegen egal. Mit guter Ausrüstung geht nichts schief. Nehmt das hier. 600 Geld. Wieso schenken uns alle Geld? Warum ist das im echten Leben nicht auch mal so? Verdammt. Das echte Leben ist so unfair.